C'est ça! Wir machen die Augen zu, Moxo, zum tief einatmen und noch einmal, tief einatmen, noch mehr, noch mehr und dann machen wir die Augen auf, Moxo, Yame. Wir verbeugen uns nach vorne, Shomini. Von hier wieder hochkommen, Kiritz, schön gerade stehen und aus. Super, bisschen Platz finden, dass ihr nichts umwerft in eurem Wohnzimmer oder wo ihr seid. Und wir fangen an, ganz groß die Arme zu kreisen, okay? Schöne große Bewegungen. Und 5, 4, 3, 2, die Knie gehen mit, seht ihr das? Und 1 und stopp. Wir gehen hoch, lang werden, links und rechts ein bisschen ziehen und noch größer werden, noch größer. Und von hier lassen wir uns ein bisschen runter hängen. Ganz runter. Und wir gehen langsam nach oben und stehen. Schulter gehen nach hinten, die Brust groß aufmachen und nochmal nach unten. Und wieder hochkommen, hochkommen, nach hinten und gut. Schön. Jetzt geht es in die andere Richtung. Und beim Kreisen immer hier die Knie mitbewegen. Und große Kreise. Und 5, 4, 3, kommt mit der Himmel nichts rüber, Kinder. 2, 1 und wieder nach oben, oben, höher, höher, höher. Und wieder runter. Und langsam aufrichten und stehen. Gut, wir machen hier große Hula-Hoop-Kreise. Schöne große Kreise. Andere Richtung. Und wir probieren mal nicht wie die Pia so kleine Dinger zu machen, sondern ob wir wie die Tessa, sondern ob wir große Kreise machen können, ja? Die von euch wo beweglich sind. Große Kreise und andere Richtung und stopp. Gut, Achtung, ganz gerade stehen. So, pass mal auf, einen Moment ganz kurz durchschnaufen. Gut, so, und von hier schön den Fuß schwingen, große Kreise schwingen. Okay, und noch höher schwingen. Gut. Und wir nehmen das andere Bein und wir schwingen. Ganz toll macht ihr das. Schön. Gut. Und wieder das andere Bein. Achtung. Und jetzt im Knie bewegen. Groß. Ganz toll. Und das andere Bein. Okay, schön. Achtung. Jetzt nehmen wir die Hände aufs Knie und machen so kleine Bewegungen. Gut. Und von hier gehen wir dann bis ganz runter. Die Hände sind am Boden. Und wir strecken den Po in die Höhe. 1. Und wieder runter. 2. Und runter. 3. Und runter. Zum letzten Mal. 4. Und dann gehen wir zu den Zehen. Und von hier wieder ganz nach oben hoch. Und löst. Und große Kreise. Ganz schön. Okay. Achtung, die Sina geht ein bisschen nach vorne. Gut. Und wir machen den Hampelmann. Ja? Ich zähle bis auf 10. 10 mal schöne Sprünge. Und es geht los. Groß. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut. Und wieder groß bewegen. Schön. Gut. Wir nehmen die Füße weiter auseinander und gehen von links nach rechts rüber. Gut. Und jetzt probieren wir auf die eine Seite uns abzusetzen. Ganz toll. Und auf die andere Seite rüber. Und noch einmal.
einmal Wechsel. Und zum letzten Mal den Wechsel. Schön. Dann gehen wir wieder hoch und tun schön mit dem Popo wackeln. Gut. Jetzt machen wir zum Abschluss vom Aufwärmtraining noch 5 Kniebeugen. Und zwar gehen wir ganz tief runter alle, ganz tief runter, klein werden. Und dann werden wir ganz groß und auf die Fußballen stehen, wie so eine Sonne, wie wenn wir strahlen würden. Und nochmal ganz klein werden. Und wieder groß, 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 groß. Und wieder klein werden. Groß, 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 groß. Und zum letzten Mal. Und groß. Und fertig. Okay, und ein bisschen lockern. Schön, da hat sich gerade noch jemand zum Schluss angemeldet. Muss ich kurz mal schauen, wer das ist. Wahrscheinlich wieder jemand rausgefallen. Ach Gott, oh Gott. Das letzte Mal, dass ich das mache. Gut, okay, so, Entschuldigung dafür. So, wir fangen jetzt mal mit der Kata an. Aber als Vorbereitung schauen wir mal, wie viele Schritte wir machen können. Bitte Senku Tsudachi machen. Gut, Schritt vor 1. Schaffen wir noch einen, 2 und vielleicht noch einen, 3. Gut, dann gehen wir das gleiche rückwärts. 1 und 2 und 3. So, jetzt gehen wir so weit zurück, wie wir nur können. Achtung, und wir gehen vor mit Oizuki. Und 1 und 2 und 3 und gehen zurück mit Oizuki. 1 und 2 und 3. Das gleiche jetzt mit Block nach oben, Ageuke. 1 und 2 und 3 und rückwärts. 1 und 2 und 3. Gut. Jetzt von hier geht am Bereich stehen. Noch einmal nach vorne. Achtung, 3 Schritte. Aber Ageuke. 1 und 2 und 3. Jamme, wir gehen zurück. Das probieren wir nochmal so weit zurück, wie wir nur können. Gehen dann mal ein. Nach vorne. 1 und 2 und 3. Und zurück. Gut, versucht mal den Schritt so groß machen, wie es euch erlaubt ist von eurem Raum. Ja? Achtung, von hier den Gedan-Bereich gleich stark machen. Sina, bist du soweit? Achtung. Und 1. Jetzt nach vorne, Ageuke. 1, 2, 3, Kai. Gut, noch einmal, der Kai war nix. Der muss lauter kommen. Achtung, bisschen mehr in die Mitte kommen, Sina. Und gehen am Bereich. 1, und vor. 1, 2, 3. Kai. Sehr schön. Und zum letzten Mal zurück. Achtung, gehen am Bereich. Komm rein. Und 1, 2, 3. Hi! Yummy! Und Naughty. So, die Tessa ist auch wieder da. Gut, mit reinkommen. Schön. Jetzt ganz gerade stehen. Und von hier Maigeri. Achtung, wir gehen ein bisschen vor, damit man uns auch schön sieht. So, versucht möglichst wenig zu wackeln. Gerade bleiben. Achtung, 1. Super. Anderes Bein. 2. Wechsel. 3. Wechsel. 4. Wechsel. 5. 6, 7, 8. Gut. Jetzt müssen wir zweimal treten, bevor wir absetzen dürfen. Achtung, aber es sind auch nur 6 Wiederholungen. Es sieht also so aus, wir drei zeigen es vor. Treten und noch einmal treten, bevor wir absetzen. Nicht so wie die Oma neben mir zwischendurch, sondern oben lassen. Achtung, 1 und 2. Ganz toll. Mit dem linken Bein geht's los. 1, tam, tam. Das andere linke. Und 2, jetzt das rechte. Gut, schön gerade nach vorne treten. 3, super, pass auf, dass er nicht nach hinten umfällt, sondern gerade bleibt. Ist nicht einfach. 4, 5 und 6. Super, das war jetzt 6 Wiederholungen, jetzt gibt es noch 4. Dafür müsst ihr aber dreimal treten. Möglichst ohne zu wackeln.
Seid ihr soweit? Achtung! Und mit dem linken Bein, das ist das hier drüben, geht's los. Und eins. Geschafft. Anderes Bein. Zwei. Gut. Drei. Ganz toll, gerade bleiben, nicht umfallen. Die Tessa fällt gleich aus dem Fernseher. Und vier. Super. Jetzt müsst ihr nur einmal rechts und einmal links, aber ihr müsst viermal treten. Jetzt wird es echt spannend. Und nicht einfach nur rumwackeln, sondern versucht mal richtig stark zu sein. Achtung, ich mach's mit. Und eins. Und runter. Das andere. Und zwei. Genau. Und jetzt treten wir wieder ganz normal den Maigeri. Vier Stück, aber schnell und sauber. Schaut her, nur treten und absetzen. Eins, zwei, ein, vier, drei, hi. Und ja, und na, gut, und wieder zurück zur Kata. Achtung, los geht's mit G-Lamberei. G-Lamberei, eins, und jetzt dreimal Agiuke. Eins, zwei, drei. Gut, und wieder zurückgehen. Gedamberei. Eins. Und nur Oizuki. Eins. Zwei, drei. Ha! Ganz toll. Nicht wackeln. Noch einmal. Letzte Mal. Und Gedamberei. Zwei. Und eins. Zwei, drei, drei. Yummy. Ganz toll. Ich glaube, euch sah es auch ganz gut aus. Schön. Das ist das Mittelteil von der Kata. Jetzt kommen die seitlichen Teile. Achtung! Die seitlichen Teile bestehen immer aus einem Gelamberei und einem Zuki. Ihr müsst euch jetzt so in eurem Zimmer hinstellen, dass ihr zwei Schritte machen könnt. Also entweder wie mir hier zur Seite 1, 2 oder müsst ihr halt euch so hinstellen, dann könnt ihr in die Richtung 1, 2 Schritte machen. Wichtig ist, dass ihr zwei Schritte machen könnt, ja? Gut, wir stehen alle ein bisschen versetzt, die Sina oder Tessa geht einen Schritt vor. Gut, so, denkt dran, wie bei der Taikyokushonan, an die erste Bewegung, seitlich rüber schauen mit Gedamberei und Block. Eins, und jetzt kommt der Oizuki, zwei, und wieder zurück, yummy, noch einmal, eins, und zwei, und zurück, gut, so stehen. Bisschen mehr herumziehen, dass ihr genug Platz habt für eine schöne Stellung. Und denkt dran, der Gedamberei, der geht nach unten. Nicht nach vorne, sondern nach unten. Und der Oizuki, der geht schön gerade vor. Achtung! Und eins, zwei! Ganz toll! Und noch einmal, letzte. Eins, zwei! Yummy! Schön! Jetzt gehen wir zur anderen Richtung. Jetzt einfach so ein bisschen verschieben, wie ihr das vom Platz braucht. Jetzt geht es nach rechts los. Und eins, geht am Rei. Und Oizuki zwei. Und bei dem Oizuki achtet darauf, dass der nicht so hoch ist. Ja? So wie der Bauch so hoch. Und zurück. Und eins. Und zwei. Da hatte man den falschen Fuß vorne. Und ja, ja, Fehler sind dafür da, dass sie gemacht werden. Achtung, so stehen, dass ihr genug Platz habt für zwei große Schritte. Es geht los. Und eins, zwei. Nein, in die andere Richtung wollte ich es. Noch einmal. Und jetzt nach rechts weg. Eins, zwei. Sehr gut. Und zurück. So, jetzt noch einmal nach rechts, aber nur den Block. Achtung, eins. So, und jetzt, pass auf, wir bleiben hier im Block stehen und jetzt nehmen wir den vorderen Fuß so weit zurück, bis wir ganz hoch stehen. Das Gewicht ist auf dem hinteren, ja, und der vordere ist nur hier so zum Stützen. Und mein Arm, der macht ein riesengroßes Kreis, einen riesengroßen Kreis. Noch größer, und eins, und eins. Und eins. Gut. Nochmal ein Gedamberei stehen alle. Von hier groß. Und wieder vor. Und groß. Und wieder vor. Letzte.
und groß. Und von hier machen wir jetzt Oizuki. Das probieren wir noch einmal. Achtung, wir stehen im Gedan-Barai. So, großen Kreis, dabei ziehen wir das Bein zurück. Groß zurück, eins. Und wenn wir stehen, haben wir auch den Schlag gemacht. Und jetzt Oizuki, zwei. Gut, und wieder mit dem anderen Fuß vor Gedan-Barai. Jetzt probieren wir das richtig, richtig schnell. Wir stehen hier. Achtung. Und eins, zwei. Schneller. Anderer Fuß vor. Der linke Fuß muss vorne sein. Ne, Entschuldigung, der rechte Fuß muss vorne sein. So, anderer Fuß. Und eins. Und zwei. Gut. Ganz toll. Achtung. Und wieder stehen. So. Jetzt machen wir die ganze. Besteht aus drei Schritten. Eins. Mitmachen. Zwei. Und drei. Noch zweimal. Achtung, stehen. Und Gedan-Barai, Tetsui und Oizuki. Aber große Bewegung machen. Letzte. Und eins. Und zwei. Und drei. Yummy! Ganz, ganz toll. Und Nare. Okay. Und wieder ein bisschen durchatmen. Gut. Wir bleiben hier einfach stehen zum Lockern. Versuchen wir jetzt mal schön, ob wir zur Seite treten können. Eins. Pass auf, dass ihr keine Kerze vom Tisch tretet. Schön locker stehen zur anderen Seite. Und zwei. Und drei. Und vier. Und fünf. Und sechs. So, jetzt tun wir beim Treten vor allem das Knie erst hochnehmen. Und dann treten wir. Sieben. Super. Und acht. Gut. Jetzt nehmen wir noch die Hände hoch, in die Richtung, wo wir treten. Und neun. Und zur anderen Richtung. Und zehn. Ganz toll. Und wir machen fünf Kniebeugen mit Sprung. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und yummy. Gut, sehr schön. Und ein bisschen durchschnaufen. Okay, jetzt probieren wir diese Elemente zusammenzuhängen. Ja? Dann sind wir in der Heian Shodan. Bisschen nach dem Platz schauen. Wir müssen uns zwei Schritte nach links bewegen können. Rechts brauchen wir eigentlich gar keinen Platz, nach links. Versuchen, joi. Großer Schritt geht am Barai. Eins, Oizuki zwei. So. Und vorhin sind wir wieder zurückgegangen ins Joi und haben das neu gemacht. Und jetzt bleiben wir einfach so und gehen direkt rum in Gedan-Barai. Eins. Und der rechte Fuß ist vorne. Sonst müsst ihr schnell umsetzen. Okay, rechts ist vorne. Und jetzt die Stelle. Groß, zwei und Oizuki drei. Ganz toll. Das möchte ich noch einmal sehen. Achtung, zweimal möchte ich es noch sehen. Von hier. Nach links geht's los. Das ist einfach. Block und Stoß. Eins. Pam, pam. Super. Und jetzt zur anderen Seite. Zwei. Zurückkommen. Drei. Und vier. Gut. Und jetzt geben wir richtig Gas. Achtung. Letzte. Wer ist schneller? Wettlauf Tessa gegen Sina und gegen den Rest vom Dojo. Achtung! Und eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Und von hier jetzt nach vorne mit Gedan-Barai. Eins. So, und jetzt kommen die drei Ageuke. Habt ihr Platz dafür? Versuchen wir es. Wenn ihr es nicht vom Platz schafft, macht ihr einen Schritt vor, einen zurück. Und wieder einen vor. Dann geht es auf. Okay? Eins. So, wer keinen Platz hat, macht jetzt einen Schritt zurück. Zwei. Und drei. Gleich. Yummy. Und Naute. Super. Bis dahin wollen wir kommen nach unseren Kampftauchern. Wir erinnern uns, Kampftaucher auf den Boden legen, Hände zusammenklatschen, wieder aufstehen. Manche von euch können es sogar mit Sprung. Wollen wir mal schauen. Ihr seid soweit, drei Stück.
Die Damen hier führen es nochmal vor. Runde 1. Klatschen. Hoch. Und Sprung ist da. Sehr gut. So wäre es schön, wenn ihr es auch könnt. Pass auf, wenn da eine Wohnzimmerlampe ist, nicht, dass die runterfällt. Es geht los. Und 1. 2. 3. Gut. Sehr schön. Jetzt gehen wir einfach ganz runter in die Hocke alle und machen mit dem einen Fuß auf die Ferse, den anderen auf die Ferse. Immer so abwechseln. Das ist gut für die Sprunggelenke. Dass wir die so ein bisschen bewegen. Schön, dann bleiben die Hände am Boden und wir strecken die Beine durch. Der Popo geht in die Höhe und von hier richten wir uns auf und werden groß und schön. Und ein bisschen durchschnaufen. Gut. Jetzt wollen wir es bis dahin durchziehen. Achtung. Einmal langsam, zweimal stark. Ihr seid soweit. Nach links brauchen wir Platz. Es geht los. Und 1, 2. Andere Richtung. 1. Ganz groß. 2, 3. Nach vorne mit AGUK. 1. Entschuldigung, geht am Bein. Jetzt kommen die 3 AGUK. Wenn ihr Platz habt, macht ihr alle vorwärts. Sonst macht ihr einen vor, einen zurück und wieder einen vor, dann stimmt es auch. Und 1, 2, 3. Gut, das war das Langsame. Jawohl. Jetzt machen wir es stark. Achtung. Wer ist immer schnellste? Aber ich zähle immer die Sequenz, was zusammengehört. Achtung. 1, 2. 4, 5, 6. Gut, schön stehen, schöne Stellung machen und vor. 1, 2, 3. Gemerkt, die Sina hat ein bisschen geschlafen, weil sie ja von euch schlafen, hat einen Euzug gemacht. Und jetzt von hier gehen wir hinten rum, eine große Drehung mit Gedanberei. 1 und wieder Euzug, 2. Ganz toll. Okay, und zum Anfang. Achtung. Jetzt bis zu dem Agerucke, wo auch ein Kjai ist, den ich richtig schön laut hören möchte, machen wir es jetzt stark. Und wir zählen alle zusammen das Ding auf Japanisch. Und zwar so laut, dass Mama und Papa aus der Küche gerannt kommen. Achtung. Joi. Ich. Nee. Ich höre gar nichts. San. Habt ihr es gehört? Da ist gar nichts gekommen. Noch einmal. Yummy. Alle zählen mit, haben wir gesagt. Achtung. Ich. Ich. Nee. Nee. San. San. Shi. Go. Ra. Shich. Sich. Hatsch. Hatsch. Kyu. Kyu. Chö. Chö. Yummy. Yummy. Das war nix. Das war lauter Gepiepse, aber bei mir haben sie auch nur gepiepst, wahrscheinlich habt ihr auch nur gepiepst. Okay, machen wir es ohne Zählen. Dafür etwas stärker, ja? Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt wieder rumdrehen, haben wir vorhin schon probiert. 1, 2. Noch einmal. 1, 2. Und wieder vor. 1. Und jetzt kommt kein Agerucke. Jetzt ist einfach, jetzt kommt Zuki. Dreimal. 1, 2, 3. Okay, wir sind fast fertig. Dann machen wir unsere erste Pause. Von hier wieder schön hinten rum mit dem Bein. Und 1. Das üben wir noch einmal. Bitte wieder stehen. Rechter Fuß ist vorne. Rechts ist vorne, das andere rechte, gut. Und schön da oben ausholen. Und 1. Noch einmal, letztes Mal, nicht so viel wackeln. Rechter Fuß ist vorne. Und 1, 2. Nach hinten wieder. 1 und 2. Und wir werden fertig. Yummy. Und now. Schön.
dann machen wir unsere erste Pause. Bitte alle mal schnell was trinken gehen. Gut, langsam kommen wir wieder zusammen. Haben wir alle was getrunken? Schön. Was wir jetzt noch zweimal machen ist, wir machen einmal die Taekyoku-Shodan. Nein, die lassen wir heute weg. Wir machen gleich die Heian-Shodan. Die haben wir jetzt gerade geübt, ein Stückchen. Der große Unterschied sind nur die drei. Age Uke, wo wir machen müssen, statt Tsukis. Und dass wir hier diesen großen Tetsui mit drin haben. Das ist ja der einzig große Unterschied. Ja, das kriegen wir alle hin. So, aber kurz vorher machen wir eine kleine Kraftaktion. So, jetzt pass auf, wir haben alle Platz. Jetzt gehen wir mal so runter mit einem Knie in diese sogenannte ritterliche Haltung. So nenne ich die, weil so steht ein Ritter da vor seiner Königin, wenn er ihr ein Geschenk macht. So, aus dieser Stellung, jetzt pass auf, das ist nicht einfach. Müssen wir vorgehen, Maihere treten und wieder hinten runter. Pass auf, dass ihr nicht so fest drauf knallt. Notfalls legt euch schnell ein Handtuch dahin, ja? Oder wir können es auch sonst eine Matte oder was nehmen. Dann könnt ihr das, wenn ihr sowas zu Hause habt, könnt ihr das, reicht für beide, könnt ihr das da machen. So, Achtung, der vordere Fuß muss auf dem Boden sein hier vorne. Okay. So, und jetzt probieren wir mal. Hochgehen, Maihere. Eins und wieder runter. Fünf Stück werden es. Zwei und runter. Nicht so wie eine alte Oma aufstützen, das machen nur die Schwachen unter uns. Drei und runter. Vier und runter. Und fünf. Gut, wir wechseln die Beine. Das andere Bein nach vorne. Und eins. Merkt ihr, wie die Sina hochwackelt wie eine Oma? Probiert mal ganz schnell und stark hochzukommen. Zwei. Na seht ihr, da wird schon besser. Drei. Wir müssen die Großen, müssen zehn davon machen. Vier. Und noch einer. Fünf. Okay, gut. Und hoch. Das Handtuch schnell wegtun. Jetzt gibt es die Kata Heian Shodan. Einmal schön sauber, wie wir sie gerade geübt haben. Achtung, joi. Wir sagen jetzt den Namen auch an. Heian Shodan. Heian Shodan. Lauter, nochmal schön deutlich. Das will auch der Opa im Speicher hören. Heian Shodan. Heian Shodan. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, 7, 8, 9, 3. Gut. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 1. Yummy. Und Nahrung, ja. Zum Schluss war wieder ein kleiner Fehler drin, aber das ist halt so, wenn man nur einmal die Woche trainiert. Aber müsst ihr probieren ohne Fehler. Und wenn wir die letzte Technik sind, nicht so yummy machen, sondern versucht, wenn man irgendwo in der letzten Technik, egal welche Technik das ist, dann geht es bei yummy
so zu Ende. Okay? Gut. Gut, wir probieren die Herren nieder. Für die, wo sie können, die, wo sie noch nicht können, die haben einfach Pause. Achtung, joi. Herr nieder. Herr nieder. Eins. Müssen wir nochmal anfangen, okay? Fehler sind ganz okay. Wir haben auch bei den Herren schon an. Den letzten Teil ist eigentlich ein Stouke, aber der ist mir noch ein bisschen zu schwer. Den will ich jetzt noch nicht machen. Jetzt machen wir erstmal die Herren nieder. Achtung. Und eins. Zwei, drei. Eins. Zwei, drei. Eins, zwei. Schön. Und vor. Eins. Zwei, drei. Nur dann gut. Die, wo die Kater noch nicht können, können auch eine Pause machen. Wir versuchen so tief zu stehen, wie wir können. Wenn uns der Platz reicht. Sonst müssen wir natürlich ein bisschen höher stehen. Und es geht weiter. Eins. Das ist den Teil, den haben wir vorhin ausgelassen, absichtlich, weil der ist eigentlich für die Höheren gedacht. Zwei. Drei. Vier. Drei. So, und jetzt Jakuhani heißt es. Seitenverkehr. Fünf. Sechs, sieben. Acht. Neun, zehn. Eins. Gut. Und wir kommen rum. Eins. Zwei. Drei. Vier. Drei. Yummy. Und laut. Gut. So. Für die, wo sie jetzt mitgemacht haben, die wissen es, und die, wo sie jetzt zugeschaut haben, haben es vielleicht gemerkt, hier gibt es ein Element, das sind die Handkantentechniken. Das ist viermal Stouke. Und das bräuchte man auch für die Herren schon dann eigentlich am Schluss. Okay? Nur ist das ein bisschen schwierig. Da wollen wir uns jetzt aber hinbewegen. Okay? Als Vorbereitung erst nochmal den Mai Gary. Bitte wieder euer Handtuch nehmen. Jetzt müssen wir viermal treten. Achtung, in Position gehen. Ein Fuß ist von der Matte runter, schon schwach rutscht ihr weg. So, viermal schön treten. Eins. Zwei. Drei. Vier. Ganz vorsichtig absetzen, nicht runterknallen. Anderes Bein. Und eins, zwei, drei, vier, ganz toll. Und das Handtuch wieder weg. Schön. So, ich mache das immer, damit wir so abwechseln, was für die Beine, was für die Arme haben. Jetzt wollen wir uns mal an diese Bewegung hinmachen. Zwar stehen wir alle mal in die Richtung mit Oizuki, bitte. Ihr stellt euch bitte mit Oizuki zum Fernseher hin, so wie ihr wollt. Okay, wir haben alle der rechte Fuß vorne. Wir holen aus, wenn wir gehen, aber reinmachen, nur ist die Hand offen. Die andere machen wir auch auf. Beide Hände sind auf. Und bei Gedanbereich sind wir einfach so rumgegangen. Und jetzt gehen wir rum und machen die Rückwärtsstellung Kokutsudachi. Achtung, ihr seid soweit. Eins. Schön. Und dann kommen wir schräg. Von hier nicht nochmal in die gleiche Richtung, sondern schräg. Zwei. Gut. Jetzt in die andere Richtung. Eins. Und zwei. Ganz toll. Das möchte ich nochmal sehen. Achtung. Wieder stehen mit euch zu gehen. Und eins. Hinten rum. Zwei. Und drei. Und vier. Gut. Und zum letzten Mal. Ja, wieder schön stehen. Und richtig ausholen und schlagen wollen. Ja, wir haben, wie wenn wir ein Schwert in der Hand haben, wir machen von hier einen richtig großen, festen Schlag. Okay? Und eins. Schlagen. Zwei. Schlagen. Drei. Schlagen. Vier. Schlagen. Und ja, gut. Jetzt schauen wir uns das kurz mal an.
Du einen Schritt nach vorne bitte. Kogo Tsudachi zur Wand rüber. Da zur Wand. So. Ja. So. Seht ihr? Jetzt ist das Gewicht ganz arg auf dem hinteren Bein. Da muss der Muskel auch richtig arbeiten. Hier runter. Die Zehen zeigen einmal in die Richtung und einmal in die andere Richtung. Also, die Zehen zeigen einmal so und so. Ja, rechtwinklig nennt man das. Beim Senku Tsudachi sind die Zehen so, aber hier sind sie so. Schön. Wir probieren es noch einmal in diese Richtung bitte. Achtung, zu mir herkommen, Kinder. Hier stehen und wir gehen rum von hier, rechtes Bein bis vorne. Hier rüber mit Stoka. Eins, zwei, schräg kommen, drei, wieder gerade sein, vier. Hi. Ein letztes Mal üben wir es noch. Achtung, wieder stehen, Oizuki vor, rechts und eins, zwei, schön schlagen, drei, vier. Hi. Yummy! Und Nate. Schön. Das ist eine ganz schwierige Übung, aber die brauchen wir für ganz viele Katas. So, zu Anfangs waren es 5, dann waren es 4. Jetzt müssen wir 3-mal Ehres machen. Achtung, schön in Position gehen. Ein Bein vom Handtuch wegnehmen unter der Matte. Und aufpassen beim Runtergehen, nicht so runterknallen, sonst macht euch das Knie nachher weh. Es geht los. Eins. Bisschen schneller. Zwei. Und der letzte. Drei. Gut. Beinwechsel. Und eins. Runter. Zwei. Runter. Drei. Gut. Und yummy. Okay. Zwei Kata müssen wir noch machen. Wir fangen an mit der Heian Nidan. Diejenigen von euch, die sie noch nicht kennen, haben kurze Pause. Die anderen probieren sie mitzumachen. Wir machen sie gleich stark. Joi. Ansagen. Heian Nidan. Heian Nidan. Und etsch. Und wir fangen nochmal an. Ja, gut. Ganz konzentriert müssen alle sein. Auch ihr bitte. Nicht die Katas verwechseln. Es gibt die Sandan, da kommt das hier. Aber bei den Nidan ist es hier. Achtung! Und nochmal sagen, Heian Nidan. Heian Nidan. Ich. Nisan. Shi. Gora. Jetzt schön treten. Shi. Hatsch. Kyu. Und Chu. Gut, das ist eine Nukite. Die Schultern schön runternehmen. Gut, seht ihr den Unterschied, wie die plötzlich runtergehen, die Schultern. Und jetzt kommt das, was wir geübt haben. Mit dem Rumdrehen, mit dem Handkantenblock. Achtung. Ich. Ni. San. Shi. Schöne Stellung. Und jetzt, für die, die es kennen, in Seitenverkehr, Gyaku Han mit dem Uchi-Uke. Rock. Shichat. Maigeri Tsuki. Ich. Und wieder Maigeri Tsuki. Ni. San. Und jetzt geht's vor, die beiden Arme berühren sich. Hier ist der kleine Finger, berührt den Unterarm. Das nennt man Morotte Uke. Und Föhn. Und der Rest ist einfach wieder. Gehen an der Reihe. Eins. Age Uke schräg. Zwei. Gehen an der Reihe. Eins. Age Uke. Zwei. Yummy. Naote, die ist ja auch ausführlich in einem anderen Video beschrieben, da könnt ihr sie nachschauen. Jetzt, bevor wir die Heian Shodan als Abschlusskata machen, noch einmal diese Maigeri-Übung. Wir hatten 5, wir hatten 4, wir hatten 3, jetzt müsst ihr 2 machen, okay? Wieder vorbereiten, Handtuch oder irgendwas haben, damit euch das Knie nicht wehtut, in Position gehen. Und da es nur 2 sind, wirklich, wirklich schön machen. Okay? Stehen. Und 1. Gut. Und 2. Schön. Beinwechsel. Und 1. Und runter. 2.
ganz toll gemacht. Wir kommen zur Abschlusskata. Das ist die Herrn Scholler. Wir holen kurz Luft, machen ein bisschen auseinander die Füße. Zur einen Seite runtergehen. Wechseln. 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 Und dann hochkommen. So weit auseinander gehen, wie wir nur können. Hände sind noch nicht am Boden unten. Und wenn es dann immer weiter geht, dann gehen wir runter und probieren, ob es noch ein bisschen auseinander geht. Schön. Dann gehen die Füße zusammen. Hände sind noch unten. Und wir richten uns langsam Stück für Stück nach oben. Wir strecken uns. Und groß. Und durchatmen. Okay. Gut. Und jetzt kommt die Kata Herrn Scholler. Die kennt ihr jetzt alle. Wir haben alle Elemente Stück für Stück geübt. Jetzt probieren wir sie auch wirklich stark zu machen. Ich zähle jedes Teil einzeln und ihr versucht richtig Gas zu geben. Aufstellung gehen, ein bisschen versetzen ihr zwei, dass ihr euch nicht ineinander reinrennt. Gut. Joi! Mit jedem Bereich geht's los. Wir sagen die Kata an. Herrn Scholler. Herrn Scholler. Achtung. Eins. Und jetzt formen starken Zugi. Zwei. So, jetzt kommt eine große Drehung nach hinten. Eins. Der große Hammerschlag. Tetsui. Zwei. Und drei. Gut. Jetzt nach vorne mit Gedanbereich. Eins. Und vorwärts mit Ageuki. Das haben wir geübt. Eins. Zwei. Drei. Drei. Gut. Jetzt wieder große Drehung mit Gedanbereich. Eins. Feste. Und zwei. Eins nach hinten. Und zwei. Und wieder gehen am Bereich. Eins. Und vorwärts kommen mit Oizuki. Eins. Zwei, drei. Drei. Jetzt kommt die Handkantentechnik. Die haben wir auch geübt. Schön, die heißt Stouke. Eins. Zwei. Drei. Vier. Hey. Yummy. Und Naote. Ganz toll. Und durchschnaufen. Und wir machen uns groß, ziehen uns nach oben. Links und rechts bewegen. Von hier die Arme noch ein bisschen kreisen. Richtung ändern. Und die Hüfte noch ein bisschen kreisen. Noch ein bisschen ändern. Und die Knie noch ein bisschen vor und zurück. Okay, schön. Dann den Kopf auf und ab. Große Bewegung machen. Okay, schön. Dann legen wir uns auf den Bauch. Wir machen noch 5 Krokodilsliegestütze. Okay? Auf den Bauch gehen. In Vorbereitung. Die Arme parat. Weg vom Boden. Und eins, hoch. Und wieder runter. Hände weg vom Boden. Zwei. Und wieder runter. Drei. Und wieder runter. Vier. Und wieder runter. Letzter. Und fünf. Super. Und yummy. Hochkommen. Und auslockern. Schön. Dann sind wir am Ende von unserem Training. Wir stellen uns schön gerade hin. Bisschen noch rüber, Tessasina. Gut. Schön aufrecht stehen. Füße sind beieinander. César! Ganz gerade sitzen, schön durchatmen, Augen schließen, Moxo! Und wir atmen tief ein, tiefer und lange aus. Noch einmal ganz tief einatmen. Und schön. Augen öffnen sich. Moxo Yame. Shomani Re.
auf Kiritz. Und aus. Aus. Schön. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis nächste Woche. Jetzt könnt ihr die Mikrofone wieder